Hi und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Also wenn ich jedes Mal einen Cent bekäme, wenn ich bei diesem Teil stocke, dann wäre ich jetzt Multimillionär. Das ist ja echt nicht normal. Wie kann es eigentlich sein, dass ein Mensch so wenig Plan von der Wochentage hat? Es ist ja jetzt nicht so, dass es so viele gibt. Es sind keine 500, es sind einfach nur 7 Stück. Mann, das ist echt angsteinflößend. Und da kommen wir heute zum Thema. Mein Gott, ich gebe mir echt die besten Überleitungen. Das muss ich mir schon lassen haben. Ja, heute mein Thema ist das Thema Angst. Und nur um es mal kurz festzuhalten, ey, ich bin noch da, seht ihr? Man muss also keine Angst haben vor dem Artikel 13, zumindest nicht so doll, wie man gedacht hat. Was man eher angsteinflößend findet, ist, dass ich so viele Haare vom Hasen aufgetrocknet habe, dass man selbst auf der Kamera hier einen Busch sieht. Ich sehe aus wie so ein Neandertaler. Das ist nicht normal. Ja, ich versuche jetzt. Nein, Leo, ich werde dich nicht hochnehmen und dann noch schlimmer aussehen. Also, Artikel 13. Ich habe jetzt die letzten Monate noch nichts dazu gesagt. Ich habe mich nicht geäußert. Ich habe keine Meinung kundgetan. Ich habe nicht auch noch irgendwas ins Internet dazu rausgepustet, nach dem Motto, ich bin ein Trompetenspieler und habe die Puste, das noch rauszuhauen. Aber nein, habe ich nicht gemacht. Und jetzt denke ich, jetzt könnte ich mal vielleicht damit anfangen. So, wenn es eh schon zu spät ist, wenn das Kind in den Brunnen geflogen ist, kann man ja mal drüber reden zu dem Kind. Ey, das wäre vielleicht gut, wenn du dich vom Brunnen fernhältst. Es ist so. Der Artikel 13 an sich macht mir überhaupt keine Sorge. Ich bin sogar tendenziell jemand, solange er noch nicht angefangen hat zu wirken, solange er noch nicht in Kraft getreten ist, solange er noch nichts rausgekommen ist, ja, gell. Man kann ja auch einfach auf jemanden draufklettern mit den voll fetten Krallen und ihm den Fuß zerkratzen, geht schon. Solange er noch nicht irgendwie was sich wirklich getan hat, finde ich, muss man eigentlich noch keine Sorge davor haben. Und ich finde, im Moment ist es oft so, wenn man sich die Videos anschaut, sich die Leute zuhört, was sie so sagen, muss ich für mich persönlich sagen, ich komme mir schwerst manipuliert vor. Also ich habe da nicht mitgemacht, weil ich da schon aus Protest gesagt habe, nee, mache ich nicht. Aber den Satz, den man am meisten gehört hat, war, ja, da muss man doch was tun, sonst ist sofort YouTube weg. Habe ich mir gedacht. Also ich kann mir Schlimmeres vorstellen, als dass YouTube weg ist. Man stelle sich vor, meine Eltern sind plötzlich weg, wenn der in Kraft tritt und dann macht es puff und meine Eltern verschwinden. Oder puff, Leo ist plötzlich weg. Oder puff, das Essen auf der Welt gibt es keins mehr. Das sind Sachen, vor denen man Angst haben muss, dass YouTube weg ist. Das ist nicht eine Sache gewesen nach dem Motto, wir knabbern nicht an Sachen rum. Es ist keine Sache gewesen, so nach dem Motto, um Himmels Willen, hoffentlich passiert es nicht, sondern die Frage war nicht ob, sondern wann es passiert. Weil wer auch immer gedacht hat, YouTube wird bis ans Ende aller Tage existieren, dem muss ich leider etwas sagen, nämlich da warst du echt naiv. Ich sage jetzt nicht böse gemeint, aber es ist einfach so. Seien wir noch mal ganz ehrlich, YouTube war eine Plattform, die wie eine Immobilienblase ist. Es ist immer größer geworden, immer größer, immer monopolmäßiger und irgendwann platzen Blasen. Ist einfach so. Das weiß jeder, der schon mal ein Kind auf die Welt gebracht hat. Irgendwann platzt die Blase. Und dann geht was Neues los. Das ist einfach so. Da kann man machen, was man will. Und die Angst zu haben vor Veränderung, vor diesem Artikel 13, vor der Tatsache, dass jetzt unsere Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Ich sage euch dann nur eine einzige Sache dazu. Mama, ich bin eine andere Meinung. Seht ihr, so schnell habe ich meine Meinung mit jemandem geteilt. Leo, hör auf. Das ist nicht meine Meinung. Entschuldigt, was? Ganz Sekunde. Ich krieg diesen blöden Ausknopf nicht, weil der immer im. Wartet mal. Ja, jetzt habe ich ihn. Der ist immer so eine. Ja, entschuldigt, ich habe diesen Button zum Pause drücken, aber der ist weiß. Und meine Wand hier hinten ist auch weiß. Und dann sieht man den nicht. Und dann muss ich mal diesen hier machen, um den Button zu finden. Ja, was kann ich sagen? Ich finde, für mich persönlich ist das etwas, ich habe keine Angst vor dieser ganzen Geschichte. Weil ich denke, wir sind jetzt in einem Zeitalter, wo seine Meinung zu äußern. Ja, willkommen in der Lungenheilanstalt auch noch.
läuft heute. Ja, aber die Meinung zu äußern, seine Ansichten zu teilen, dass es einem wichtig ist, mit den anderen, mit der Welt da draußen einfach kundzutun, ist nicht mehr nur über YouTube, nur über Facebook, nur über Instagram oder Twitter oder weiß Gott welche Plattform möglich. Es gibt auch die Möglichkeit, Briefe zu schreiben. Es gibt die Möglichkeit, eine Zeitung zu schreiben, die veröffentlicht dann und dann hat man es auch auf Papierform der Welt mitgeteilt. Es ist nicht immer alles der furchtbare Weltuntergang, wie man glaubt. Weil das, was wirklich einem Sorge machen sollte, ist nicht das, was einem die Leute da draußen sagen, was dir Sorgen machen sollte. Sondern es ist die Sachen, die dir persönlich Sorge machen. Und ich finde es eine Unverschämtheit, wenn Leute zu dir sagen, du musst jetzt wegen dem, was mir Angst hat, macht, was, wovor ich mir Sorge mache, was mir nicht gefällt, musst du jetzt auch Angst haben. Und weil du Angst haben musst davor auch, ist es doch eigentlich angebracht, wenn du was tust, aber ich tue nichts. Und ich finde es eine unglaubliche Frechheit, wenn du Leuten, also wirklich Politikern oder auch meinetwegen Eltern oder Direktoren Briefe schreiben sollst, in Tausenden, nur damit die eigentlich die finanziellen Mittel haben, was dagegen zu tun oder die da schneller einen Deal zusammengeschustert kriegen, als du sagen kannst, Artikel 13, dass die Geld sparen. Und darum geht es doch an sich bei dieser Angstmacherei. Nicht darum, dass das alles so grauenhaft sein muss und dass das alles so furchtbar ist, sondern dass es am Ende des Tages Danny ihre Angst ist. Und Danny ihre Angst ist nichts anderes als die Angst um ihr Portemonnaie. Ja, ich sag Portemonnaie und nicht Portemonnaie. Ich mag es lieber, wenn es länger klingt. Portemonnaie. Hat so einen schönen Touch. Und ich finde es einfach nicht nett, wenn Leute, die Macht haben, etwas zu verändern, anderen Leuten Angst machen. Weil das ist für mich die übelste Methode. Und ich finde es nicht okay, wenn viele Leute, die da draußen jetzt sind, Panik schieben vor etwas, wo sie noch nicht wissen, wie es wird, wo noch nicht geklärt ist, was es am Ende des Tages ergibt. Und jedes dritte Video, das gerade im Internet zu diesem Artikel kommt, ist nur negativ. Also ich habe jetzt noch nicht ein einziges Video gesehen, wo die Leute auch mal was Positives gesagt haben. Und ich, soweit ich es verstanden habe, und das ist meine persönliche Meinung, meine Einsicht, meine Güte, dann ballert mir jetzt die Kommentare voll, was für eine Vollidiotin ich bin, ist mir jetzt auch egal. Aber ich glaube, dass es auch einen guten Punkt hat, nämlich bis jetzt war es immer so, wenn Leute irgendwas hochgeladen haben und es nicht legal war, dann musste die Person selber dafür zahlen. Dann mussten die das Geld nicht haben, dafür büßen sozusagen. Und jetzt können auch die Plattformen endlich mal in Haft genommen werden oder auch mal, müssen die auch mal Verantwortung für das, was bei ihnen passiert, tragen. Und ich für meinen Teil, ich finde das gut, weil es ist ja nicht so, dass wenn du ein Haus hast und du eine Wand und jemand anders eine Wand einreißt, dass du dann nicht angepisst bist und du nicht die Wand zahlen musst, sondern muss eigentlich der die Wand zahlen. Das war jetzt irgendwie ein blödes Beispiel, oder Mom? Ja, ich habe es gemerkt. Also ich habe zum Ausnahme mal kein Bildnis. Normalerweise bin ich echt gut im Bildnissen, aber jetzt habe ich gerade kein so... Nein, ich habe noch nicht keins. Nee, da gibt es kein Bildnis. Sorry, ich kriege keins zusammen. Ist jetzt halt so. Und ich für meinen Teil, ich muss einfach sagen, ich möchte nicht in einer Welt leben, wo man von großen Lobbys benutzt wird, nur damit die ihr Geld weitermachen können auf dem Rücken der Einzelnen. Und ja, wenn YouTube nur wegen so einer Kleinigkeit verschwindet, dann ganz ehrlich, dann war es niemals wirklich eine stabile Sache. Und ich muss sagen, ich habe keine Angst vor den Auswirkungen des Artikel 13. Ich habe keine Angst davor, was jetzt kommt, sondern ich bin einfach nur gespannt. Ich bin gespannt, wie sich die Welt verändert. Weil es einfach jetzt eine ganz neue Form von dem Internet geben wird. Und ich bin gespannt, ob das dann dafür sorgt, dass man nicht mehr ständig irgendwelche Leute mehr Aufmerksamkeit gibt, die gefühlt nur ihre Meinung rausrülpsen und keine wirklichen Inhalte haben, sondern denen es nur noch darum geht, irgendwie für meistmöglichen Ängste, Panik oder sonst was zu sorgen und auch
ob es jetzt den ganzen Leuten, die an sich gar keine eigenen Videos mehr drehen, sondern nur noch sich vor eine Kamera setzen und Videos von anderen anschauen und dazwischen hin und wieder 5 Minuten Pause drücken, um zu sagen, boah, das finde ich jetzt, oder oder ja, oder nein, oder das würde ich jetzt so oder so. Das ist kein eigenes Video in meinen Ansicht, in meinen Augen. Das ist in meinen Augen einfach nur das Video eines anderen genommen und es für sich selbst beansprucht haben, um dann auf dessen Arbeit etwas Spinne, 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 Schnapppunkt. Ich kann nicht. Komisch. Die kommt nicht. Die geht da weg von mir. Flasche. Halt sie Tuch. Das macht mir Angst. Der Artikel 13 macht mir keine Angst, aber eine Minispinne macht mir Angst. Oh Gott. Durchatmen. Nee, mit meinem PM geht's noch. Was? Mit meinem altertümlichen PM spielst du. Mit welchem altertümlichen PM? Ach so, ein PM. Mama hat eine Zeitschrift namens PM gehabt. Mit dem fächer ich mir gerade Luft zu. Ja, ja, also ich für meinen Teil, ich bin einfach nur aufgeregt, wie das dann wird. Und ich will mir nicht von sowas Angst machen lassen, weil ich habe andere Ängste, wie ihr gerade gemerkt habt. Ich drehe nie wieder ein Video zum Thema Angst, dann kommen Spinnen aus ihrem Becken. Das ist meine Lektion des Tages. Also ich beende dieses Video jetzt an diesem Punkt, weil ich jetzt gerade Stressschweiß ohne Ende habe und würde sagen, wir sehen uns dann wieder am Freitag. Am Freitag werden wir zusammen aufräumen. Das klingt jetzt komisch, ist aber so. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht und was ihr denkt. Oder ihr schreibt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit und habt keine Angst vor Dingen, wo andere Angst haben, sondern sucht euch eure eigenen Ängste. Bis